Hallo zusammen und willkommen zurück hier bei Animal Crossing New Leaf. Ja. Wir machen weiter und zwar in unserer Stadt. Und seht mal hier. Unser 1A-Apfelbaum wächst und gedeiht. Und bald wird er uns Früchte geben und wir werden ihn ausbeuten, um noch mehr Bäume daraus zu machen. Super, oder? Okay, wir fangen direkt an und guck mal hier. Direkt eine Falle. Eine Falle, müsst ihr wissen, ist ein Gegenstand, der auch in diesen Erdlöchern vergraben ist, in dem man reinfallen kann. Ich mach's euch mal vor, indem ich die wieder vergrabe, die gute Falle. So. Und ja. Man fällt rein und durch Drehen des Sticks kommt man irgendwann wieder raus. Ist nicht schön, aber da hat sich jemand wohl einen Scherz erlaubt. Diese bösen Bewohner. Okay. Wie dem auch sei, wir wollen zusehen, dass wir ein paar Äpfel pflücken, denn theoretisch müssten die... Oh, seht mal hier. Direkt den richtigen Stein erwischt. Theoretisch müssten die ersten Bäume wieder Äpfel haben. Theoretisch. Hallo? Boah, ich kann nicht aufhören, mit den Leuten zu reden. Mensch, du siehst heute sogar noch mehr wie du selbst aus, Richard. Nuff, nuff. Also, was liegt an? Nuff, nuff. Eigentlich nichts. Erzähl mir was. Hey, hast du dir eigentlich schon das schwarze Brett angeschaut? Ich war heute noch nicht da. Deshalb habe ich auch keine Ahnung, was eigentlich alles ansteht. Aber du hast es doch gelesen, oder? Naja. Welches schwarze Brett denn überhaupt? Oh, okay. Du weißt also gar nicht, was das ist. Vor dem Bahnhof gibt es ein schwarzes Brett. Auf ihm findest du Neuigkeiten zu den Ereignissen dieser Stadt und andere coole Infos. Außerdem können alle darauf Nachrichten hinterlassen. Schreib mir doch mal was, okay? Einmal, als ich an dem Brett vorbeigelatscht bin, habe ich diesen super süßen Vogel darauf sitzen sehen. Naja, und das super süße Dinge mir ja immer direkt auffallen, habe ich mir die Sache genauer angesehen. Da habe ich herausgefunden, dass der kleine Vogel immer dann erscheint, wenn es eine neue Nachricht gibt. Irgendwie geheimnisvoll, oder? Nächstes Mal, wenn du am Brett vorbeikommst, schau mal, ob das Vögelchen da ist, Richard. Ja, hatte ich euch ja auch schon erklärt, der Vogel zeigt uns, dass eine neue Nachricht da ist. Und hier haben wir auch Blumen, die unbedingt gegossen werden müssen. Ja, keine Sorge, wir gehen noch zu unseren Bewohnern. Erstmal ganz schnell, ob hier irgendwo noch... Hallo, Pit? Nein. Oh, guck mal, Pit hinterlässt Katzenabdrücke. Hey, Richard, bei so einem Wetter kriege ich Lust, mich so richtig auszupowern. Und wobei kann ich dir helfen? Ja, wie läuft's denn so mit dem Auspowern? Hey, willst du ein Foto von mir schießen, Richard? Ich will ein tolles Motiv. Oh, du weißt nicht, wie man Fotos macht? Das ist ganz leicht. Drück einfach gleichzeitig links und rechts, also die Schultertasten, und klick. Schon hast du ein Foto. Deine Fotos kannst du dir in Nintendo 3DS-Kamera angucken. So kannst du jederzeit die Bilder bewundern, die du von mir gemacht hast. Mounts! Naja. Hey Richard, was geht ab, Mounts? Bin beschäftigt. Oh, ich hätte noch ein paar Trainingstipps für dich gehabt. Danke. Der ist mir irgendwie nicht sympathisch. Irgendwie ein bisschen zu, ja, na gut. Sportliche Leute sind ja meist sehr von sich selbst angetan. Das war keine böse Kritik an irgendjemandem. Keine Sorge. Okay. Dann haben wir hier oben vorhin auch noch einen Bewohner einfach ignoriert und sind einfach dran vorbeigelaufen. Das geht natürlich gar nicht als amtierender Bürgermeister. Wir wollen ja die Neuwahl auch gewinnen, ne? Und direkt das nächste Fossil. Super. Mein Ziel sind es übrigens, ja, die Anzahl der Äpfel lässt mich wieder daran zweifeln. Mein Ziel war es eigentlich an die 10.000 Euro... An die Rubine wollte ich schon sagen. An die 10.000 Sternis ranzukommen. Sieht aber nicht gut aus. Hey, ein Vogel. Auf dem Brett, das heißt, wir haben eine neue Nachricht. Richard ist jetzt Bürgermeister von Nostrim. Auf seine Zukunftspläne sind wir sehr gespannt. Was für eine Lüge, ne? Wir sind erst illegaler Bürgermeister. Okay. Trotz alledem fehlen noch Fossilien und ihr habt ihr auch gehört. Ne, ihr habt es nicht gehört, ne? Gerade eben, bevor wir hier in der Stadt gestartet haben, habe ich die Nachricht bekommen, dass ein neuer Bewohner in die Stadt eingezogen ist. Und zwar, das ist der gute, dieser nochmal.
Der Hund, der bestimmt kein Hund war, sondern eine Katze. Strolch. Den müssen wir auch unbedingt begrüßen. Hier wohnt Strolch. Na, wenn der mal nicht mit seinem Einrichten des Hauses beschäftigt ist, weiß ich auch nicht mehr. Oh, der hat was, oder? Wer bist du denn? Ah, Richard. Ich heiße Strolch und bin neu in Nostrim. Wir werden uns bestimmt prima verstehen. Wie süß, oder? Mit dem Fleck am Auge. Bis morgen habe ich hoffentlich alles einigermaßen eingerichtet. Ich freue mich schon. Hechel? Hechel. Hechel. Aber hauptsache eine süße Bötchen-Tapete. Hechel. Da, da, da. Ja, mir fehlen noch ein paar Fossilien, um ehrlich zu sein. Sieht aber gerade nicht gut aus. Ah, es gibt auch noch weitere Fake-Steine, die nicht nur Edelsteine verlieren, sondern tatsächlich auch noch Sternis bringen. Oh yeah. Oh yeah. Super. Es hat funktioniert. Genau so ein Stein meinte ich. Taschen sind voll, gar kein Problem. Fallen lassen. Gucken wir mal. Leute. 4000, 2000, 500, 100, 200. Wir haben die 10.000 zusammen. Das darf doch nicht wahr sein. ...12.390 Sternis. Wahnsinn. Das ging jetzt überraschend schnell. Auf zu Tom Nook! Wir haben die Anzahlung fürs Haus zusammen. Wahnsinn. Wahnsinn. So. Verzeiht mir, wenn ich ab und zu mal einen Schluck trinke, aber... ihr müsst wissen, das Reden ist doch relativ anstrengend auf die mit der Dauer. Auf der Zeit. Mit der Zeit. Mit der Zeit. In der Dauer, wie auch immer. Willkommen, willkommen! Oh, kein Samurai-Schloss mehr. Wir werden uns definitiv auch später eine neue Fassade holen. Ja, ja, wie kann ich dir helfen? Die Anzahlung. Hier, bitteschön, 10.000 frische Sternis. Du hast die Sternis dabei? Mal sehen. Ja, ja, genau 10.000 Sternis, das freut mich. Sehr gut, sehr gut. Damit ist es jetzt offiziell. Die Arbeit an deinem Haus kann sofort beginnen. Was für ein Dach soll dein neues Haus denn haben, hm? Rotdach ist ein bisschen klassisch, oder? Ich würde mal sagen Gründach. Oder? Wir machen mal Gründach. Rotdach ist zu normal, Blaudach nehme ich sonst immer. Machen wir mal Gründach. Ein Gründach, hm? Ist das so in Ordnung? Ja, warum nicht? Ja, verstehe. Ich kümmere mich darum, dass dein Haus morgen früh fertig ist. Was gibt's noch zu wissen? Ja, natürlich, ich muss dir was über Umbaumaßnahmen sagen. Wenn dein Haus fertig ist, kann ich dir mit der Außengestaltung behilflich sein. Dazu gehören die Gestaltung von Dingen wie Dächern, Türen oder Zäunen. Ich habe hier jeden Tag neue Modelle davon, also komm vorbei, wenn du neugierig bist, ja? Aber im Moment freust du dich erstmal auf morgen, hm? Vielen Dank. Yay! Uff. Die Anzahlung ist erledigt. Morgen kann ich dann endlich in mein neues Haus einziehen. Mit der wichtigste oder, ja, bewegendste Moment im Spiel. Wir bekommen unser erstes eigenes Haus in der ersten Größe. Willkommen, willkommen. Ja, hier könnten wir einen neuen Briefkasten kaufen, neue Dächer, neue Fassaden
oder neue Hausdesigns. Aber dazu kommen wir dann später. Vielen Dank. Na, bitteschön. Ich habe nicht viel getan. Okay. Und dann können wir auch direkt mal hier bei Schlepp und Nepp vorbeischauen. Denn die haben sicherlich wieder einen Glückskeks für uns. Und noch vieles mehr. Ein Kecher. Willkommen, willkommen. Ja, ja. Ah, der Kecher, eine gute Wahl, in der Tat. Das macht 500 Sternis. Jawohl, bitteschön. Vielen Dank für deinen Einkauf. Ich bestätige hiermit von dir, 500 Sternis erhalten zu haben. Funkelnde Sternis. Übrigens, weißt du, wie man dieses Item benutzt? Wenn du willst, kann ich es dir kurz erklären. Bitte. Der Kecher eignet sich wunderbar zum Fangen von Insekten. Du kannst ihn nur draußen einsetzen. Wähle ihn im Inventar aus, um ihn in die Hand zu nehmen. Wenn du einen Insekt siehst, drücke A, um den Kecher zu schwingen und es einzufangen. Manchmal ist es hilfreich, A gedrückt zu halten und sich so an einen Insekt heranzuschleichen. Einige Insekten können nur mit dieser Methode gefangen werden. Auf ganz leise Sohlen. Ja, in der Tat werden wir später noch einen weiteren Bereich betreten und kennenlernen außerhalb unserer Stadt hier, auf dem man sehr wertvolle Insekten fangen kann, die sehr, sehr, sehr geräuschempfindlich sind. Geschenkpapier? Nee, danke. Aber ich nehme den Glückskeks. Gerne. Vielen Dank für deinen Einkauf. Dein Glückszettel kann dir einen wertvollen Preis bescheren. Ich sollte aufhören, Texte zu improvisieren. Was haben wir hier? Geh nicht durch das Feuer, sondern weiche ihm elegant aus. Nummer 27. Hört sich nach einem merkwürdigen Gegenstand an. Ihr bittet um Verständnis, aber wir bieten leider kein Punktesystem für unsere Kunden an. Nein, nein. Oh, möchtest du etwas Bestimmtes? Ein Punktesystem hatte aber der gute Terry in Wind Waker schon, ne? Naja. Glückszettel abgeben. Bitteschön. Mal sehen, Nummer 27. Glückwunsch. Der Preis ist eine Feuerbarriere. Hier, bitte, du Glückspilz. Versuch dein Glück so oft du willst. Ganz oft. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Ah, der Himmelsglobus. Eine gute Wahl. Für zwei... Nee. Verstehe. Seh dich weiter um. Ganz tolle Waren. Auf Wiedersehen. Danke für deinen Besuch. Komm bald wieder. Ja, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Ja, ihr seht schon, es gibt wirklich sehr viele Gegenstände, die wir sammeln können. Und mein Ziel wäre es dann auch vielleicht irgendwann mal annähernd alle zu bekommen. Aber auch das ist natürlich sehr, sehr schwierig und erfordert sehr viel Zeit und Geduld, die wir natürlich haben. Darum geht es ja im Nachhinein. Hi, grüß dich. Willkommen in unserer Schneiderei. Oh. Ein Königswarms. Luxuriös. Preisig bei 380 Sternis. Ist eigentlich schick, ne? Das königliche Outfit hätte ich ja schon gerne irgendwann beim Laufe des Spiels. Wir nehmen den mal. Vielen Dank, 380 Sternis. Täglich neue Mode. Feuerwehrkleidung, was ist das denn hier? Eine Baseballhose. Nee, da passe ich. Oh, wie schade, na gut. Aber wir reden wie immer auch mit der guten Sina. Wenn du etwas brauchst, wende dich doch bitte an meine Kollegin dort drüben. Ja, Sina redet nicht mit uns, aber die ist so süß, ne? Mit dem Pünktchen hier oben, mit den Sommersprossen. Das sieht so süß aus. Und die näht wirklich jeden Tag einen anderen Stoff. Das ist so toll gemacht. Okay, auf zu den Accessoires. Vielleicht haben wir hier noch was Schönes, was wir mitnehmen können. Weil es wäre doof, da nicht auch die Möglichkeit zu nutzen. Ja, ein Studentenhut, eine... Hierbei handelt es sich um eine Schnauzerbrille.
Ja, die steht uns super. Natürlich. Nee. Nee, danke. Okay, später vielleicht. Vielen Dank. Die sieht total schnieke aus und hat da nur so relativ merkwürdige Sachen dabei. Komisch. So, auf zum Museum, denn wir haben ein paar Fossilien, die wir gegebenenfalls spenden können. Eugen! Verzeihung, willkommen im Museum von Nasrim. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ja, erstmal analysieren bitte. Nun denn, was soll ich analysieren? Das, das und das bitte. Hier. Mehr als nur ein Fossil, wie ich sehe. Werfe mal einen Blick darauf. Die haben wir allesamt noch nicht in der Sammlung. Was für eine Überraschung. Sie sind wahre Experte. Wenn Sie möchten, können Sie sie gerne spenden. Vorerst gebe ich Ihnen sie zurück. Vielen Dank. Denken Sie über eine Spende nach. Ja, dann möchte ich gerne etwas stiften. Und zwar den Velociraptor Torso, den Parasaurus Schwanz und den Dyraco Schwanz. Bitteschön. Sie haben uns da aber tolle Dinge mitgebracht. Sehen wir uns das mal an. Die großzügige Spende nehme ich gerne entgegen. Keine Umstände, ich kümmere mich um alles. Okay, danke, das wär's erstmal. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Nee, wir werden uns die Räume ansehen, wenn wir mehr gesammelt haben. Das soll es erstmal reichen. Wie gesagt, wir müssen halt zusehen, dass wir jetzt ein bisschen vorankommen. Ja, wobei, ich habe eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, mit den 10.000 Sternis mein Hauptziel erreicht. Aber ich würde gerne noch etwas fangen. Etwas fangen, ein paar Tiere angeln und so weiter und so fort. Es gibt auch so viel zu tun. So, ich präsentiere euch den Kescher. Mit dem wir jetzt hier gerne erste Tiere fangen können. Seht mal da. A gedrückt halten, dadurch schleichen wir so mit dem Kescher. Müssen uns an das Tier anschleichen. Dann A loslassen und... Zack. Was haben wir hier? Eine Bergzikade. Sie dachte wohl, sie wäre schon über... alle Berge. Am besten trage ich diesen Fang gleich in mein Fangbuch ein. Denn auch hier müssen wir jedes Tier einmal fangen und stiften, bevor wir es dann wirklich verkaufen können. Ich glaube, der Fisch hat keine Lust mehr. Nö, dann eben nicht. Da ist die nächste Zikade. Und eine Riesenzikade, ein gigantischer Fang. Tragen wir ebenfalls ein und werden sie spenden gehen. Oh, eine Libelle. Oh, hallo. Mona. Hallo Richard, perfektes Wetter für ein Picknick, findest du nicht, Darling? Nun ja, wolltest du was? Ja, quatschen. Oh weh, ich muss dir was richtig Gruseliges erzählen, aber es ist eine wahre Geschichte. Ich war wirklich müde und bin aus Versehen, ohne zu speichern, ins Bett gegangen. Und als ich aufgewacht bin, konnte ich mich nicht erinnern. Der Tag davor war wie ausgelöscht und dabei vergesse ich fast nie etwas, darum war es eigentlich doppelt gruselig. Aber ich habe daraus gelernt, dass man immer abspeichern muss. Das ist eigentlich ganz einfach. Man drückt Start und wählt dann Speichern und Beenden. Speichern und Fortsetzen kann man auch auswählen, wenn man noch weitermachen möchte. Ich hoffe, du denkst auch immer daran, Richard. Wäre doch schade, wenn wir Zeit miteinander verbringen und dann vergessen wir es einfach. Süß. Da ist noch eine Zikade. Oder was ist das? Es gehört aber auf jeden Fall uns. Eine Mana-Zikade. Tragen wir ebenfalls ein. Perfekt. Schon drei neue Tiere gefunden.
Inventar hat noch ein bisschen Platz. Ach ja, der gute Pit. So, dann gucken wir nochmal hier. Die Libelle ist weg. Schade. Aber irgendwas finden wir schon noch. Und was haben wir hier? Eine Erdzikade. Wahnsinn. Immer neue. So. Dann können wir gerne mal hier oben was. Wie laut die sind, ne? Wahnsinn. Noch eine Erdzikade. Ein sehr bodenständiger Zeitgenosse natürlich. Die wir dann auch gerne verkaufen können. So, der Strand. Ich würde gerne auch noch ein paar Meeresfische fangen, also Salzwasserfische. Ihr müsst wissen, Süßwasserfische sind oben in der Stadt und hier im Meer sind Salzwasserfische. Warum genau wir diesen Steg hier haben, werdet ihr auch später erfahren. Nö, aber sonst ist hier nichts. Okay, was ich mir überlegt habe, die Wunderlampe. Die Wunderlampe erfordert, dass wir einerseits WLAN, also Wi-Fi benutzen. Und andererseits werden wir für die Wunderlampe auch eine Amiibo-Figur benutzen müssen. Das Ganze verschiebe ich mal, auch wenn ich gesagt habe, ich mache es in dieser Aufnahme, aufs nächste oder übernächste Mal. Wir werden auch beim nächsten oder übernächsten Mal dann das erste Mal Besuch erhalten. Das sind so die zwei großen neuen Sachen, die wir dann machen werden. Besuch und auf der anderen Seite, dass wir uns dann um die Wunderlampe kümmern. Denn die wird etwas ganz, wer hätte es gedacht, Wunderbares bringen. So. Keine Fische im Wasser. Na komm schon, ein einziger. Eine Zikade. Meine Zikade. Eine Riesenzikade. Ein gigantischer Fang. Können wir dann auch gerne verkaufen. War da ein Fisch? Da ist ein Fisch. Na komm. Na komm. War ein bisschen gemein, weil unser Kopf im Weg war, aber es hat geklappt. Ein Karpfen. Karpfe, Team. Den Witz verstehe ich nicht ganz. Da ist noch ein Fisch. Perfekt. Na komm, du kannst nicht widerstehen. Er kann widerstehen. Ja. Ja. Perfekt. Ja, ja, das ist das Beste am Angeln. Wenn man es schafft, die Umwelt etwas zu verschönern, zu säubern, zu reinigen. Na komm. Na komm. Okay, das war jetzt meine Schuld. Ich dachte, dreimal ist gesetzt. Komm. Okay, bitte kein Schuh. Bitte kein Schuh. Oh, puh. Eine Karausche. Hörst du den Fluss karauschen? Am besten trage ich diesen Fang auch direkt ein. Aber in meinen Taschen ist kein Platz. Austauschen.
in den Reifen. Den müssen wir gleich beseitigen. Okay, gehen wir erstmal schnell zum Museum. Wir haben einiges zum Stiften und da wird sich sicherlich der gute Eugen freuen, wenn er jetzt wieder einige Fische ins Aquarium werfen kann. Und ab ins Museum. Es macht einfach Spaß. Es ist wirklich, ich glaube, das ist wirklich die Entspannung pur. Klar, es ist auch entspannt, andere Spiele zu spielen, aber Animal Crossing ist einfach so, man fängt an zu spielen, guckt, 26 Minuten. Und das einfach, das vergeht wie im Flug. Es ist so entspannt und beruhigend. Verzeihung, willkommen im Museum. Ja, ich will etwas stiften. Was denn? Ganz schön viel. Uhu, sie haben uns da aber einige tolle Dinge mitgebracht. Sehen wir uns das mal an. Großartigen Spenden. Oh, kein Umstände, ich kümmere mich um alles. Sonst noch etwas? Nee, auf Wiedersehen. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Aber ich bin richtig zufrieden. Wir haben die 10.000 Sternis, wir haben total viel gestiftet. Wir haben... Ja, super. Wir haben den Kescher. Kerscher, Kescher, wie auch immer. Nagelt mich da nicht drauf fest. Also alles bestens bisher. Das Einzige, was momentan noch problematisch ist hier bei dem Projekt, ist, dass der Upload der Videos zu lange dauert, weil ich zu große, zu lange Videos produziere. Das heißt, ich werde mich wahrscheinlich demnächst etwas strenger an die 30-Minuten-Grenze halten müssen. Ach, was ist das denn? Oh Gott, ein Piranha. Sein Zahnarzt lebt bestimmt nicht ungefährlich. Okay. Boah, sieht der eklig aus. Sehr schön, Piranha. Lohnt sich ja richtig hier. Und ich höre eine Zikade. Perfekt. Eine Erdzikade. Ein bodenständiger Zeitgenosse. Glaub mir, die Witze wären nicht besser. Das ist das Schlimmste. Schon wieder. Später wird es echt schwieriger, dann darf man den Stick nur ein ganz klein bisschen nach oben bewegen, weil man sonst schon gehört wird. Das wird richtig übel. So. Aha. Aha. Da ist ein Grashüpfer. Perfekt. Eine Nasenschrecke. Sie hat ihre Nase in einem Kescher gesteckt. Super. Was ich noch gerne machen möchte, Quetzal besuchen. Das hat ja beim letzten Mal schon nicht so herausragend funktioniert mit ihm. Apropos Quetzal, wie sieht's mit Initiativen aus? Fünf Muscheln oder Korallen, das können wir ja auch noch machen. Okay. Mein lieber Quetzal, Zeit, dass wir den mal besuchen. Und danach gehen wir nochmal verkaufen, sammeln noch schnell die 5 Korallen und Muscheln. Und dann müssen wir auch leider Schluss machen. Wie gesagt, ich muss mich... Der hat Stil. Richard, Glückwunsch. Jetzt kennst du mein Haus von innen. Kann nicht jeder von sich behaupten. Flapp. Was ist? Ja, ich will plaudern, aber bitte verbrenn mich nicht oder so. Ich werde mein Haus umräumen und mein Planwagen steht ganz oben auf der Abschussliste. Fällt dir etwas ein, was ich stattdessen dahinstellen könnte? In etwa derselben Größe? Einen Reifen? Und der winkt auch so süß. Okay, er will etwas haben, was 2 breit ist.
Ist schwierig. Ah, da ist noch ein Fossil. Erstmal die Fundgrube. Ist schwierig. Die Frage ist ja, ob wir dann von ihm den Planwagen geschenkt bekommen, wenn wir den anderen Gegenstand bringen. Hallo? Was kann ich für dich tun? Verkaufen. So. Er hat eins mit Sorgen. 1620. Ja, warum nicht? Vielen Dank. Bring gerne mal wieder was vorbei. Ja, den dürfen wir nicht wecken. Ja, alles super. Die Frage ist jetzt nur, wo bekommen wir einen Gegenstand her, der 2 breit ist? Das ist jetzt noch meine große Sorge der Zeit. So. Eine Mana-Zikade. Und ein Fossil. Wer hätte das gedacht? Wahnsinn. Und zugraben. Hm. Total viele Zikaden hier in der Stadt. Wahnsinn. Eins, zwei, drei. Vier. Fünf. Perfekt. Die noch schnell verkaufen und dann haben wir die Aufgabe auch erfüllt. Da ist er gerade im Wasser. Guck mal da. Was ist das? Was ist das? Es will nicht. Komisch. Keine Ahnung. Sah ganz komisch aus. Wie so eine Art Froschfisch oder so. Sah eigentlich aus wie ein Frosch. Ja, wir wollten die Muscheln verkaufen. Ja, damit müsste es jetzt 16 Uhr sein oder 16, 15 oder 16 Uhr. Oh, herzlich willkommen. 16 Uhr. Was kann ich für dich tun? Verkaufen. So. Perfekt. So sammelt man sich Stück für Stück die Coupons zusammen. Klar ist mühsam ein Coupon, aber es sind auch nur 2 Minuten gewesen im Nachhinein. Na gut, so, das hätten wir geschafft. Dann können wir noch ganz schnell unseren Coupon abholen. Super. Dann gehen wir nochmal ganz schnell hoch.
Tisch war zu groß. Ja, wir haben leider nichts, was zwei groß ist, außer unser Bett. Und das brauchen wir leider wirklich selber. Weil der Planwagen ist schon genial, ne? Ist schade. Weil ich bin mir halt nicht sicher, ob wir wirklich morgen auch immer noch die Möglichkeit haben, das einzutauschen. Ob das über mehrere Tage hinweg geht. Verzeihung, willkommen. Erstmal analysieren, bitte. Lass es mich ansehen. Das ist ein Plesiosaurus-Torso. Das haben wir noch nicht in der Sammlung. Ja, hier, bitte. Nimm's. Ausgezeichnet, danke. Ja. Und noch etwas stiften. Und zwar den Piranha und die Nasenschrecke. Tolle Dinge. Schauen wir mal. Vielen Dank. Die nehme ich gerne für die Sammlung entgegen. Naja, und sonst noch etwas. Nee, auf Wiedersehen. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Okay, beim nächsten Mal werden wir dann die Wunderlampe machen und uns das Museum mal ansehen. Oder eben beim übernächsten Mal. Und dementsprechend gibt es entweder beim nächsten oder beim übernächsten Mal dann unseren ersten Stadtbesuch. Ich schaue mal ganz kurz bei Schlepp und Nepp rein, aber der hatte nichts, oder? Was zwei Felder groß war, ich bin mir relativ sicher. Nee. Tut mir leid. Danke für deinen Besuch. Komm bald wieder. Das ist so genial, weil die immer diesen Einsatz leise daher schieben. Das ist. So. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, auf geht's in Richtung unseres trauten Zeltes. Oh Mann, ziemlich bitter. Und dort werden wir dann hier an der Stelle schon wieder aufhören müssen. Es geht leider nicht anders. Wir können aber hier ein bisschen. Manchmal fallen auch Gegenstände von Bäumen, müsst ihr wissen. Oder böse Sachen. Oh. Okay, wir haben echt Glück. Okay. Sternis haben oder nicht haben, ne? Aber wir haben hier wirklich gar nichts mehr. Okay, auf zum Zelt, das soll mal reichen. Ich habe gehofft, vielleicht fällt da jetzt gerade das zweite Normalbett. Ja, wobei, wir können eigentlich. Wir probieren das mal. Ist extrem doof, ich weiß, aber ich versuche mal. Nur weil ich Angst habe, den Planwagen nicht mehr zu bekommen morgen. Versuchen wir einmal das Normalbett einzutauschen. Ist theoretisch gesehen doof, weil wir brauchen ja ein Bett, aber ich möchte gerne den Planwagen haben, weil ich nicht weiß, wie selten er ist. Boah, das Geräusch, ne? Furchtbar. So. Dann mag uns Quetzal sicherlich auch ganz, ganz, ganz doll, wenn wir ihm sagen, hier, unser Bett, ich schlafe auf dem Boden, damit du ein neues Bett hast. Nur damit du den Planwagen los wirst. Hallo Richard, na Flop? Was liegt an? Hier, guck mal. Was war das denn? Na? Oh, ein Normalbett. So habe ich mir das vorgestellt. Na, dann nichts wie ran ans Werk. Ja, das sieht doch ganz annehmbar aus. Oh, jetzt, wo ich ihn nicht mehr brauche, nimm du doch meinen Planwagen.
Danke und so. Bitteschön, mein Freund. Okay. Ja. Oh, wie der winkt. Ja gut, jetzt haben wir kein Bett mehr, aber wir können im Planwagen schlafen. Ist doch super. Wunderbar. Alles nur für die Bewohner. Wir als Bürgermeister sind natürlich sehr hinterher, dafür zu sorgen, dass es allen Bürgern gut geht. Dementsprechend geben wir auch unser letztes Hemd oder eben jetzt unser letztes Bett. Nur, um zu sehen, dass die Bürger glücklich sind. Wir sind der aufopferndste Bürgermeister überhaupt. Wir wollten zwar eigentlich aufhören, aber ein Fisch geht noch. Ich mache auch gleich Fischpastete. Wisst ihr was? Wir nehmen die Libelle. Eine Königslibelle. Super. Was für ein königlicher Anblick. Spenden gehen wir beim nächsten Mal. Da können wir auch direkt die Fossilien mitnehmen, die es neu gibt. Wir gehen noch schnell unseren Planwagen aufstellen. In unserem Zelt haben wir einen Planwagen stehen. Macht natürlich total viel Sinn. Aber, naja, dafür kein Bett mehr. Ich hoffe, Quetzal ist jetzt glücklich. Ich will einmal wissen, was das für... Einmal wissen, was eine Feuerbarriere ist. Boah, ich dachte schon. Das ist ja total gruselig. Büroschrank. Und den Rest lassen wir mal. So. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Wir werden uns jetzt gemütlich in den Planwagen legen. Und beim nächsten Mal weitermachen mit dem Flaschengeist. Und vor allen Dingen auch dann mit dem hoffentlich fertiggestellten Haus. Also, vielen Dank fürs Zuschauen bei Animal Crossing New Leaf und bis zum nächsten Mal. Ciao.